So, recht herzlich willkommen zurück unter Wasser. Wir sind Subnautica, Below Zero, nach wie vor. Yay! So, der Plan für heute, das erste, was ich mir direkt angeschaut habe, nachdem ich den letzten Part dann geschnitten habe, ich wollte mir. Wo ist das Zeug? Da! Steine-Tauchflasche wollte ich mir machen. So, dafür brauche ich Schlingpflanzenproben. Das heißt, ich muss mit dem Messerchen dahin und mir ein paar Schlingpflanzenproben holen. Das mache ich direkt. Und ich hoffe, diesmal vergesse ich nicht so oft die Brille aufzuziehen. I'm sorry, ich wüsste ja gar nicht, was ich da alles rausgeschnitten habe, wo ich die Brille nicht auf hatte. Werdet ihr nie erfahren. Ready for action, let's go. Das Problem ist, ich weiß nicht mehr genau, wo das. Ah, doch, da in die Richtung, das sieht man schon, okay. Ich dachte nämlich gerade, weil jetzt habe ich ja nicht mehr diese Signalboje da vom letzten Mal. Aber das finde ich auch so. Das ist kein Problem. So. Ich weiß gar nicht, wie viel ich brauche. Ich nehme einfach mal ein bisschen was mit. So, hier ein bisschen Inventar voll. Kupfer habe ich aber nicht viel. Oh, warte. Nicht runterfallen, nicht runterfallen. Komm, Titan braucht keine Sau. Titan raus. Danke. Und Kupfer mitnehmen. Danke. Puh. Das heißt, Fasergewebe herstellen. Und dann kann ich eine Tauchflasche. Jetzt kann ich auch ein bisschen länger unter Wasser bleiben. Das ist doch sehr schön. Reparaturenwerkzeug. Ja, danke, Digga. Reparaturen, da brauche ich einen Schwefelkristall. Der war in Höhlen. Wenn ich das richtig weiß, ja, genau, bei diesen explodierenden Fischen. Die waren immer nicht ganz so nett. Aber ich habe noch bisher keine Höhlen gefunden, ist das Ding. Ja, dann gehe ich mal auf Höhlensuche, würde ich sagen, oder? I guess das ist in Höhlen. Ich suche einfach mal. Ich suche mal und wenn ich irgendwas Interessantes finde, sollte es Schwefel sein oder was anderes. Dann werdet ihr davon erfahren. 12 Sekunden später. Was bist du denn? Oh, ich kann ihn nicht. Ein Eisschütze. Das habe ich aber Angst. 1 Minute, 37 Sekunden später. Okay, hier wird schon ganz schön tief. Hier, oh, hier ist was. Da gehe ich gleich mal runter. Oh, das Ding ist, das Brüllen. Oh, okay. Das Brüllen von diesen Viechern, die letztes Mal auch schon gehört haben, werden immer lauter, ne? Also ich begebe mich gerade in Richtung. Oh, Seegleiter. In die Richtung von den ihren Gebiet. Aber hier ist nichts mit. Was ist das? Ah, das sind die Geiselkörbchen eigentlich. Aber Schwefel ist hier nicht, ne? Nix Schwefel. Auch hier nochmal Seegleiter, sehr schön. 2 Stück haben wir schon. 200 Meter von zu Hause weg. Und es wird Nacht. Wenn es nicht diesen, dasselbe Biom noch wäre, würde ich mich ein bisschen einscheißen, muss ich sagen, ne? Alright. Na, so halb erfolgreich, würde ich mal behaupten. Ich meine, die haben so viele Rohstoffe jetzt gesammelt. Das. Boah, die Brille, holy shit. Muss ich gleich ein bisschen leichter einstellen. Wir haben so viele Ressourcen, das ist schon mal nicht schlecht. Aber Seegleiter fehlt mir halt noch ein Fragment. Und ja, das Schwefel habe ich auch nicht gefunden, das ist halt das Problem. Oh, Junge, okay. Ich packe das ganze Zeug hier rüber. Alright, dann, ja, ich meine, es ist wieder. Was passiert jetzt? Okay. Naja, egal. Ich würde sagen, wir warten wieder, bis es einfach Tag ist und dann auf ein neues. Versuche ich dann mal in andere Richtung vielleicht dann den Schwefel zu finden. So, meine Augen trügen mich hoffentlich nicht. Es ist wieder Tag. Das heißt, wir gehen wieder auf Suche. Oh, alt. Okay. Ja, dann schnell weg mit dem Zeug. Ja, ich gehe diesmal in eine andere Richtung. Ich bin ja letztes Mal schon in die eine Richtung gegangen, wobei da war ich. Da habe ich nicht nach Ressourcen geschaut, halt ist das Ding. Deswegen, ja, komm, ich gehe nochmal in die Richtung. Da weiß ich schon, was mich erwartet. Die kleinen Koboldis. Ich glaube, das war in die Richtung, ne? Na, Orientierung ist absolut on point. Oh, aha. Was haben wir denn da? Seegleiter ist fertig. Okay, ist nicht ganz das, was ich wollte, aber. Also auch, aber. Ich wollte eigentlich Quarz haben, ne? Schwefel meine ich. Schwefel nicht. Oh, was ist das? Gravitationsfalle. Oh, das kenne ich auch noch. Das. Alright. Ich.
hol mal Luft und dann schau ich mir das an. Ah, hier sind die Kobolde. Ach, für die da unten ist was zum Tauftasche auffüllen. Alright, got it. Aber da ist safe auch noch was anderes. Was ist das denn? Mobile Seekoboldnest. Mobile Fahrzeugstation, okay. Was ist das denn? Sauerstoff in der Pla... Yo! Eine Luftblüte, ah ja. Sehr passender Name auf jeden Fall. Und das ist ein Seekoboldnest. Ich hoffe, das stört ihn nicht, wenn ich hier ein bisschen chill, ne? Nicht Auge machen, gell? Ja, okay, interessant. Aber auch kein Schwefel so, ne? Oh, hier ist wieder so eine Pflanze, nice. Flup. Okay, hier geht's tief runter. Ah, Tischkrawl, das kenne ich auch noch. Oh, es ist so langsam. Also es lohnt sich, das alte Spiel gespielt haben, ne? Man erkennt einige Sachen wieder. Hier ist nochmal so eine Pflanze. Das ist jetzt schon ein neues Biom, weil diese komischen Ranken sind immer noch da. Jo, okay. Joa, wer sagt's denn, ne? Ist ein neues Biom. Tschüss. Wenn ich darf, nehme ich mal kurz sowas mit hier. Danke. Und dann gehe ich, glaube ich, wieder. Oder in eine andere Richtung zumindest. Weil die Viecher... Das sah mir nach aggressiven Fischi aus. So, ich bin kein Meeresbiologe. Flup. Ja gut, also Schwefel. Das ist Morse-Code. Das könnte echt Morse sein, ne? Jesus, ich kann kein Morse. Ja, ja. Transmission of unknown origin. Source of transmission depth calculated at approximately 200 meters. Ja, perfekt, Digga. 200, ich habe mich schon bei 100 eingeschissen gerade eben. Oxygen. Okay, ja gut, aber ich kann einen Seegleiter machen, wenn ich dafür keinen Schwefel brauche. Das wäre es natürlich jetzt. So, Notruf haben wir. Also, guck mal, jetzt mache ich mir erstmal ein bisschen was zu essen, okay? Zu essen und zu trinken. First thing first. Alright, jetzt können wir die Sachen anschauen. Baupläne, Schmierstoff, okay, Computerchip, bla bla bla. Aha, Stahl- und Tauflasche habe ich schon, alles mögliche. Seegleiter, Schmierstoff, Batterie, Kupferdraht, das müsste machbar sein. Da bin ich optimistisch. Das klang wie ein Notruf, genau, den schauen wir uns jetzt mal an. Wir haben eine Koralle, okay, ja. Geiselkörbchen, Luftblüte, Rotgarbe, Schönpfeilchen. Geh weg. Plus, geh weg. Komm, verpiss dich. So. Tiere, haben wir Eisschütze. Oh, okay, ein mittelgroßer Raubfisch. Der sah gar nicht so aggressiv aus. Vorsicht bei gefüllter, ach, bei gefüllter Blase, okay. Der warnt mich also. Ein Seekobold. Das sind große kegelförmige, kesselförmige Gebilde aus verdichtetem Sediment und Pflanzmaterial. Von Natur aus neugierig und werden oft von metallischen Materialien angezogen, die sie sammeln, um ihre Nester seitlich zu verstärken. Okay. So ein bisschen wie die Pirscher, ne? Die haben auch gesammelt, diese Metallsteine. Metalle. So ein Tagebuch. Notruf. Okay. Picked up what sounds like a distress call. Who or what is out here calling for help? Didn't sound human. Maybe it's from a remnant of Architect technology. In her message, Sam's colleague did say there was something important here. Even if it's just a mimic from one of the more intelligent aquatic specimens, that could be a major find. Or if it's from Altera, it could have bearing on what happened to Sam. I should definitely check it out. Ja gut, das war jetzt nicht so aufschlussreich, ne? So, ich weiß ja nicht. Überleben. Bei der Ankunft. In sichere Umgebung zurückziehen, passt. Erste Hilfe leisten. Brauchen wir nicht, bin alleine. Notfallausrüstung bergen, falls vorhanden, haben wir. Umgebung nach Bedrohungen haben wir. Sichere Unkunde. Das haben wir noch nicht. Das müssen wir noch machen, aber da brauche ich ein Konstruktionswerkzeug dafür. Deswegen. Ne?
Überlebensausrüstung mit Hilfe des Fabrikators der Unterkunft herstellen, ja. Andere Überlebende in Sichtweite oder mit Hilfe des Kommunikators suchen, körperliche und geistige Gesundheit bis zur Rettung aufrechterhalten. Ja, das hört sich alles plausibel an. So, tut mir leid wegen ihrer Schwester. Ja gut, meine Schwester ist halt irgendwie angeblich tot oder so, I don't know. Ich will in dem Game nicht so viel vorlesen. Ich will jetzt auch nicht die Story komplett ignorieren, aber ich will jetzt nicht einfach 10 Minuten hier in einem Let's Play nur vorlesen. Das ist auch ein bisschen lame, glaube ich. Deswegen so, wenn wir die Story so grob der Reihe nach hinbekommen, dann passt das, denke ich. Okay. Heute war nicht ganz so erfolgreich wie letztes Mal. Ach komm, Digga. Was soll's. Ich baue jetzt noch den Segler, damit wir irgendwas geschissen bekommen. Kupferdraht, Schmierstoff, Batterie, Titan. Das sollte ich doch easy machen können. So, da brauche ich die Dinger. Das ist schon mal eine Batterie. Kupferdraht. Schmierstoff. Und dann müsste es doch schon passen. Komm, dann haben wir wenigstens irgendwas geschafft heute. Und dann kann ich vielleicht vor den bösen Fischis, die ich gefunden habe, auch wegschwimmen dann. So. Ja, guck mal. Is a personal transportation device used for high speed free diving. Contains a built-in light and map. Ja. Ist, glaube ich, ziemlich ähnlich wie der. Karte an, aus ist jetzt F. Ah, okay, das ist schon mal besser. Alright. Ja. Ist ja nichts Neues, ne? Alright. Aber dann haben wir irgendwas wenigstens gemacht. Dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, sehr gerne ein Like da und ein Abo. Und dann haut rein. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Habt noch einen traumhaften Tag.